Simone, vielleicht magst du einfach mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und für was du natürlich kandidierst. Mhm. Mein Name ist Simone Vosswinkel, ich bin 40 Jahre jung, Mutter von 4 Kindern, in der Pubertät, ist ganz lustig, berufstätig, mache Öffentlichkeitsarbeit für ein Kraftwerk und kandidiere, also Stadträtin für die ÖDP hier in Ingolstadt und kandidiere für den Bezirkstag. Mir ist es besonders wichtig, für den Bezirkstag zu kandidieren, weil ich seit 5 Jahren Sozialstadträtin bin und hier sehr aktiv bin in Ingolstadt und mich einfach auskenne. Viele müssen sich in die Materie reinarbeiten. Ich bin wirklich die Chance, für die ÖDP im Bezirkstag zu gehen. Ich bin fit in der Materie und ich weiß, wovon gesprochen wird und kann mich gleich richtig mit gemeinsam in unserer Bezirksrätin engagieren. Was würdest du umsetzen wollen im Bezirkstag? Was mir ein wichtiges Thema ist, ist die Inklusion. Das wird ein ganz heikles Thema, besonders gerade jetzt auch an Schulen, wie es dann weitergeht, die Thematik, die Förderschulen. Wie die sich jetzt, wie wir das weiterbringen, dass die Kinder dann an die Regelschulen können, gemeinsam mit nicht behinderten Kindern unterrichtet werden können. Also es ist mir eine ganz wichtige Thematik. Ja, super. Und jetzt schaust du nochmal in die Kamera rein und machst einen richtig motivierenden Wahlaufruf, warum dich die Bürger hier wählen sollten. Wählt mich für die ÖDP, für den Bezirkstag. Ich weiß, ich bin die Fachfrau, ich habe Erfahrung und kann die von vornherein einsetzen und für die ÖDP kämpfen. Und für die Interessen der Bürger. Ganz wichtig.